Dann gucken wir uns hier an, luxemburgischer Mr. Beast. Teure Schuhe, da gehen wir schon in die Richtung. Oh! Bruder, ist das dumm. Bruder, ich wollte kurz einfach nur meine Kamera rechts unten hinmachen. Jetzt habe ich Wasser auf meiner Tastatur, Bro. Oh mein Gott, ist das... Das ist wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Okay, da ist ein großes Problem, okay? Wo zum F*** mache ich die 9000 Kabel hin, Bro? Die sich in diesem verf***ten Schrank da befinden. Bro! Mann, Digga. Ich hab heute zu viel Energie irgendwie, Bro. Mit keiner besser. Oh Gott. Hallo? Alles gut? Digga, ich hätte auch in meine Tastatur. Oh, das hab ich auch mal im Leben noch nicht gehört, ne? Kaffee mit Strohhalm. Oh. Wieso schneidet Hugo das rein? Da hat doch jeder schlechte Laune. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Und hier ist der Eingang und hier sieht's noch gar nicht nach Fußball aus, ne? Wir sind hier mittendrin in der Ausstellungshalle von den Autos und wenn ihr hier schaut, hier würde wirklich der ein oder andere YouTuber schwach werden. Hier angefangen von diesem Lila. Der ist wirklich so unfassbar sexy. Was macht Rohat, der kleine P***? Nee, oder? Digga, 131 Euro, passt doch. Hat er die neuen Gönnergy-Sorten bei eBay reingestellt? 151 Euro, let's go! Ganz wichtig, meine lieben Freunde, an jeden, der drauf bietet, hier die drei Gönnergy-Dosen. Ganz wichtig, Verhandlung hier oder beim Bieten, der junge Herr auf dem Bild ist nicht inklusive, falls Leute das falsch verstehen, Papa Platte oder so, wisst ihr, was ich meine? Erst klaut er die und jetzt will er noch Cash machen, Alter. 151 Euro, stark! Das ist ja wohl eine unfassbare Frechheit, Digga. Mein Arsch ist bei Deck, warum? Ey, Monte, ich hab damit nichts zu tun, ne? Ich bin fein raus aus der Sache. Ich hab damit nichts zu tun. Rohat rufe ich jetzt an. Yo. Hallo? Hallo? Na? Na? Also, das wäre teuer, Digga. Toll, warum? Was? Warum? Ja, das geht ja nicht. Ist ja noch nicht, also, das wird angezeigt. Kato geht in den Knast. Schon direkt, ich hab euch nichts zu tun. Ist schon direkt Anwalt weitergeleitet, Digga. Screenshots. Echt jetzt? Ja, ja, sofort, Digga. Kato, was ist los? Akris. aber wir sind schon bei 25.000 Euro. Die sind wirklich heiß begehrt, diese. Also die neuen so. 25.000 Euro! Ich glaube, jemand denkt, dass Kato da auch noch mit verkauft wird, Alter. Also je höher der Betrag, desto mehr kann ich auch verklagen, also ist alles gut. Ey, Marcel, ich hab damit nichts zu tun. Bro, du hast letztens sogar noch gesagt im Internet, dass du nicht mal meine Videos guckst, weißt du, das habe ich mir gemerkt. Wann habe ich das gesagt? Ja, ich weiß ganz genau noch, was du gesagt hast, Digga. Kein aktiver Supporter, Digga, aber wieder mit dem Gönnergy dicken Reibach machen wollen. Das habe ich mir gemerkt, Digga, ja. Aber die neuen Sorten schmecken wirklich sehr gut. Ich wünsche dir nur das Beste mit dem Release. Ja, ich schicke dir ein paar ins Gefängnis, Digga, auf Entspantarino. Das war's. Oh Gott. Hören wir von deinem Anwalt? Du ja nicht. Du bist ja fein raus, Rohat. Okay. Ja. Ist der Brief gelb, wenn er kommt? Wie bitte? Ist der Brief gelb oder weiß? Da weder noch, dass du wirst dann merken, wenn Blaulicht kommt. Kann schon mal Koffer packen, Digga. Okay? Ja. Gut, alles klar. Tschüss. Schönen Abend noch. Ist natürlich Spaß, Chat. Ist natürlich Spaß, ne? Für die Leute, die es jetzt nicht checken. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Moin. Und hier ist der Eingang und hier sieht es noch gar nicht nach Fußball aus, ne? Wir sind hier mittendrin in der Ausstellungshalle von den Autos und wenn ihr hier schaut, hier würde wirklich der ein oder andere YouTuber schwach werden. Hier angefangen von diesem Lila. Ich sag euch offen und ehrlich, da waren wir eben angekommen. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, ich habe schon überlegt, den Huracan Performante abzugeben und den zu holen. Ich finde diese Farbkombination so unfassbar schön. Garage vergrößern, oh, das wäre schön, ja. Ist der STU nur Heckantrieb, Chat? Ja, nee, dann Mülltonne. Okay, dann Mülltonne. Nee, nur Heckantrieb ist nichts für mich. Aber halten wir trotzdem fest, dieser Wagen ist unfassbar schön, Digga. Da hat Marcel letztes Mal gesagt, dass er den richtig brutal geil findet und dass er den auch holen würde. Oh, das ist so ein unfassbar schönes Auto mit der Farbkombination. Oh. So ein geiles Ding, Digga. Oh, warte, nimm den aus der Entfernung mit. Oh, unfassbar geiles Auto. Digga, was für ein Chat? Ferrari F30. Ah, nee, Digga, F40. Daher stimmt. Unfassbar.
unfassbar. Aber der hier, Digga, Ferrari erfährt sich. Wow. Bro, ich hab, no joke, ich hab nach meinem Stream, als ich am nächsten Tag auch nach Hause gefahren bin, an diesen F40 noch gedacht und hab wirklich auch ernsthaft darüber nachgedacht, in irgendeiner Art und Weise mir so einen zu holen. Der kostet 2-3 Millionen, also versteht mich nicht, ich hol mir den jetzt nicht einfach mal so. Ich hab so drüber nachgedacht, wie es möglich wäre, sich irgendwann mal so einen zu holen, als Wertanlage. Und wärst du in Lambo umlackieren? Auf keinen Fall. Onlyfans. Ich finde, ich hab mich wirklich in dieses Auto verliebt, ne? Oder wir warten einfach noch 1-2 Jährchen mit Gönnergy. Wäre ja auch eine Option. Also es ist wirklich so ein wunderschönes Auto, Digga. Wowie, wowie, wowie. Übrigens hier auch wichtig nochmal für alle. Hier ist nochmal ein Restaurant. Hier wird öfters mal am Eck noch gewaped. 10 Minuten vor Spielbeginn, wenn sich noch eine Pasta bestellt wird. Das nee, da gibt's keine Pasta. Ist meistens einer mit Jogginghose, Balenciaga-Hoodie, Cap nach vorne und Tattoos im Gesicht. Unfassbar köstlich. Oh, der Song macht mich psychisch fertig. Ich kann halt die Spaghetti genießen dabei gerade. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich gerade aus meiner Obdachlosigkeit das erste Mal hier sitze und der Aufstieg beginnt gerade. Ja, also die Musik gerade im Hintergrund. James Blunt, You're Beautiful, ist eine absolute Liebeschnülze. You're beautiful. Vielleicht setzt sich noch hier der Kollege neben mir zu mir und will Händchen halten, weißt du, bei dem Lied. Kriegst du bei der Musik auch Gefühle ein bisschen? Ein bisschen feucht. Ja, ja. Hat auch noch Gefühle, ja. Meine Chefin ist total auf Restaurant. Hallo Jenny, hier ist der Onkel Monte. Ich war hier gerade in deinem Restaurant oder in ihrem Restaurant essen. Sehr lecker, kleiner Minuspunkt, Afri-Cola und keine normale Cola. Und die Musik war katastrophal. Ansonsten das Essen war lecker und darauf kommt's an. Beste Grüße. Nee, die Musik war wirklich Katastrophe, Digga. Let's go, Tor. Hier schon die Nachwuchsspieler von Gönnergy All-Stars. Wieso die Nachwuchsspieler von Gönnergy All-Stars? Der hat doch getroffen. Oh Gott. Oh, du sollst nicht mit der Picke schießen. Die Nägel hätte ich schneiden sollen. Das ist nicht zu lang, aber jetzt war zu, also jetzt dafür war es zu lang. Ha. Ist doch ein gutes Lied. Bro, beim Essen will ich doch nicht von James Blunt You're Beautiful hören, Digga. Während ich beim Italiener mir eine Pasta reinziehe. Also auf gar keinen Fall. Okay, Spendi, komm. Du bist der Skater, du musst es machen. Ach du Scheiße, der fliegt. Bruder, wie stehst du da? Wer bist du? Michael Jackson? Mit der Hand nicht berühren darf, richtig? Oder was? Was machst du denn? Hast du das Glas runtergeschmissen, du Idi? Mann, Spendi, Digga. Ich hab doch nur die Tür zugemacht. Ich hab ein Video neulich hochgeladen mit TikToks und da kam so dieses, die App läuft im Hintergrund. Und ich musste sofort an dich denken. Ja, irgendjemand hat bei mir was installiert im Auto. Ich weiß nicht, was das ist. Die Baller League mit... Was war das denn für ein Geräusch? Hey Mercedes, stell das Geräusch aus. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Naja, momentan ist... Ich möchte eine Sache nochmal ganz kurz erzählen. Ne? Ich bin letzte Woche Montag von der Baller League zum Hotel gefahren. Und mein ganzes Auto, Mercedes, hat sich geresettet. Alle meine Adressen im Navi waren weg. Alle meine Einstellungen im Auto waren weg. Alle meine Musikeinstellungen waren weg. Meine Sitzeinstellungen waren weg. Alles war weg. Das Auto hat sich einfach resettet. Und ich weiß nicht warum. Ist es nicht im Mercedes-Account gespeichert? Nö, war alles weg. Was ist das denn für ein Geräusch hier in dem Auto? Ich weiß gar nicht, was das ist, Alter. Schöner Ball, schöner Ball. Oh, oh, oh. Der trifft. Ja! Ja! Wichtig, Chad. Wichtig und richtig. Oh, 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 oh. Merne, Sehr gut, jetzt geht unser Spieler drauf. Articolo, der alte Spieler, hat auf jeden Fall Lust. Schulter ausgerenkt. Digga, was heult der so? Seine Schulter ist draußen, du dummer Sohn. Ey! Der haut den in die Umkleidekabine rein und berührt euch mal den Ball 2 Minuten. Das ist eine Tätigkeit. Ey! Jetzt reicht's. Das zweite Mal schon. Wie oft noch? Wir haben 2 Minuten bekommen dafür. Der fliegt die ganze Zeit. Der fliegt. Unser Spieler fliegt die ganze Zeit auf der Außenlinie. Ey! Foul! Null Ball. What the fuck? Früher habe ich bei so welchen Fouls die Polizei. Also muss sagen, die Schiedsrichter manchmal wirklich Mülltonne gewesen. Also so was Zweikämpfe und Foul und so, die haben zum Teil echt Mülltonne gepfiffen. Letztes Mal auch im Übrigen auch gesagt, als ich nach dem Spiel aufs Spielfeld gegangen sind, die Schiedsrichter an mir vorbeigegangen, habe ich zu dir gesagt, ey Jungs, ihr habt richtig Scheiße gepfiffen. Habe ich denen ins Gesicht gesagt. Die haben gedacht, ich mach so Spaß. Ich meine, nee, ihr habt Scheiße gepfiffen. Wirklich? Ja, Tätigkeit, klar. Alter.
Heute, neben den ganzen Brechen hier und da, ist es mal wieder an der Zeit, ein Stück Gaming-Geschichte zu schreiben. Denn heute findet unser erstes Minecraft-Turnier statt. Es sind folgende Preisgelder am Start, und zwar 40.000 Euro, die sich so aufteilen. Platz 1 kriegt 21.000. Wie alt ist wichtiger? Ich hoffe, es ist ein richtig junges Fettchen. 16? Oh ja, das ist ein richtiger Geek. Oh ja, hat noch richtig schnelle, flinke Finger. Ja. Oh nee. Bitte sagt mir doch, dass er noch zur Schule gegangen ist und nichts anderes gemacht hat, außer zur Schule gehen, um Minecraft zu spielen. Ja. Die Besten im Turnier sind Hugo, Wichtiger und ich. Also Wichtiger ist schon sehr, sehr vercrackt. Es werden Minigames gespielt, wo man verschiedene Sachen braucht. Die Modi sind für mich gemacht. Diese zwei Modi hier habe ich mein Leben lang gespielt. Junge, ich bin aufgewachsen damit, Bro. Das ist perfekt. Auch wenn du dieses Game jetzt nicht besteigst, hast du heute gezeigt, dass du der größte Allrounder-Gamer auf Twitch bist. Größer als ein MikiTV. Deswegen stehen bei Solution im Hintergrund auch Stofftiere und bei mir Pokale. Ach. Dann würde ich sagen, wir können starten. So, Jungs. Also, ganz kurz. Du machst die Calls. Jetzt ist Full Focus angesagt. All good, all good. Es läuft so, Medik. Wir haben's. Ja, Micky, ihr seid erster Platz. Ja, schade. Ja, auch wenn jetzt momentan die Minecraft-Sucht so ein bisschen wieder weg ist, bei mir zumindest. Ja, ein bisschen unlucky, dass das zeitgleich war mit der Baller League, weil sowohl mitspielen hätte man gerne gemacht, aber als auch zugucken, weil man da ja selber auch gerade in der Minecraft-Sucht drinne war. War bestimmt ein richtig cooles Turnier, Digga. Warte mal. Wichtiger, hast du morgen Schule? Ich muss in 5 Stunden aufstehen, ja? Dann geh schlafen, Digga. Was macht dein Arsch denn, Digga? Ich geh morgen früh zur Schule um 7 Uhr, ja? Ey, Jungs! So eine mastige Massau, Digga. Kommen wir zu den wichtigeren Themen. Ich war gestern im Fernsehen. Es ist auf jeden Fall besser als der Zeitungsartikel, weil da auf jeden Fall kein Müll gesagt wurde. Im Interview spricht der 19-jährige Schüler über Vor- und Nachteile seines Jobs. Schüler! Luxemburgische Mr. Beast. Mr. Beast, der vor allem auf YouTube bekannt ist, ist die amerikanische Version unseres Hugos. Oder was haben die das wirklich da hingeschrieben? Das ist krank, dass die mich mit Mr. Beast vergleichen. Mr. Beast! Dieser letzte Bürger hüt 800.000 Follower auf Twitch. Made Let's Hugo as bekannt. Oh mein Gott! Ist das der, der redet? Das ist alles im Fernsehen jetzt. So alles. Kann den de Let's Hugo do bausen. Witzig, gut drop, ganz open, ausschlagfertig. Das war mein Ziel halt. Also ich wollte, dass es so wohl ass, ja. Also schon alles zu viel gemacht. Ist das scheiße, Bro. Ich finde, das hört sich irgendwie nicht so an, als wäre das eine echte Sprache. Oder als würde Hugo das gerade wirklich sagen in dem Moment. Hat das so AI übersetzt oder so. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte es aber. Ich hatte gemerkt, dass es los schon high ist. So. Ja, ich wollte es, Alter. Hört sich für mich auch ein bisschen an wie Holländisch. Also, so reden die Leute in meinen Träumen. Luxemburgisch ist einfach ein Nuscheln. Hallo Max, Phoebe ist gerade bei mir zu Hause. Was macht ihr in der Halle? Ich weiß es nicht, ich streame hier und ich kann dir wirklich nicht beantworten, warum sie hier ist. Wieso bist du eigentlich hier? Wer hat dich reingelassen? Oh Mann, ich dachte schon wirklich, mein ADHS wäre schlimm, ne? So ein Schaden. Auch ein gutes Video auf jeden Fall, ja? Konnte man sich gut reinziehen.